So, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar am Let's Play Metro Last Light mit mir, dem Hardy Hardy. Jetzt bin ich mal ein bisschen ruhig, damit ihr das Spiel genießen könnt. Nee, Quatsch, natürlich nicht. So, ich spiele das Ganze auf dem PC. Und es ist ziemlich aufregend. Wow. What the fuck? Ich hab gerade meinen eigenen Kumpel erstochen. What the fuck, aber die haben sofort alles so irgendwie in die Kleidung getragen. Alter, schaut euch mal meine Hände an. Wow. Hallo. Wow. Achso, es war ein Albtraum, okay. So, ich habe einen Raketenangriff startet. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Ullmann, einen Moment. Wenn ein Schwarzer überlebt hat, dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst. Aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Ja, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden. Geh mal und verschwinde. So, jetzt kann ich mich noch nicht bewegen. Herzlichen Glückwunsch. Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Bewegung, du Windbeutel. Also ich habe das Spiel schon mal angezockt, aber noch nicht wirklich zu Ende gespielt, also. Ja, nimm dein Buch und nimm dein Feuerzeug. Ja, es funktioniert. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich habe gelegentlich so komische. Oh. Ich habe gelegentlich so komische Bildflaggen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber. Das ist gelegentlich ziemlich störend. Hey, was geht? So, okay. Also ich bin anscheinend eine besondere Person. Sieh dir diese zwei Anfänger an. Armselig. Kein Wunder, dass der Oberst befohlen hat, die Übungszeit zu verdoppeln. bist du verrückt? Der sieht auf mich mit der Waffe, Alter. Du sollst auch mal ein paar Übungen machen hier. Hey, was geht? Jawohl. Jetzt rüsten wir dich erstmal aus. Also gut. Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. An der Oberfläche kannst du keinen Schritt ohne Gasmaske machen. Okay. Das ist schon 20 Jahre her. Aber die Strahlung ist an manchen Stellen noch immer stark genug, um Wasser zum Kochen zu bringen. Hey, was ist stark genug? Danke. Hier ist der Vorschuss für diesen Monat. Denk immer daran, dass du mit Militärpatronen bezahlt wirst. Klar kannst du die als gewöhnliche Munition verwenden, um besonders viel Schaden anzurichten. Aber du kannst die auch verwahren, um neue Waffen, Zubehör, normale Mun oder Ausrüstung zu kaufen. Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. H gedrückt halten.
Ach so. Suchen wir dir Blumen aus. Nimm die, die du möchtest, und probiere sie auf meiner Schießbahn aus. Jawohl. Also ich nehme noch ein Visier drauf und einen langen Lauf. Warum kein Schalldämpfer? Weil die sonst schon nicht so wenig Schaden hat. Und nehme ich damit Schalldämpfer. Und so was nicht richtig, richtig feuerkräftig ist. Verlängerten Lauf. Jawohl. Zeig mir mal, was du drauf hast. Probier mal die anderen Sachen aus, die du ausgesucht hast. Probiere mitten auf die Brust der normalen Abteilung. Auf die Attrappe mit Rüstung. Bemerkst du den Unterschied? Du brauchst mehr Patronen, um die Rüstung zu kriegen. Lol. Halte den Punkt in Ausschau, um zu sehen, wann du auf ein Ziel mit Rüstung schießt. Probier mal einen Punkt. Das ist ein kritischer Treffer. Hast du den Unterschied bemerkt? Das waren die Grundlagen. Du kannst noch weiter üben, wenn du möchtest. Oder in Millers Einsatzbesprechung gehen. Dann gehe ich mal weiter. Lol, wo sind meine Waffen hin? Basis ist sauber. Das habt ihr überprüft, Herr. Es wird eine große Versammlung geben. Bitte, Ossip, lass mich in Ruhe. Ich hatte gestern im Lagerzentrum Dienst. Und habe ich was. Schrankdienst? Anscheinend ist so manches wachgerüttelt worden. Was meinst du? Die Ratten machen mobil. Die haben alte Männer rekrutiert. Schulen. Und sie in Ausbildungslager geschickt. Ich sag dir, der Krieg steht bevor. Wen wollen die denn bekämpfen? Die üblichen Verdächtigen vermutlich. Die Faschisten. Das erinnert mich daran, dass unsere Wachen oben drei Reichsdocker Aufklärungstruppen. Ja gut, ich geh mal wieder weiter, das wird jetzt zu langweilig. Zu langweilig, Mama. Schenk diesem Clown keine Beachtung, Alex. Du Clown, du. Hast du von Lesnitzki gehört? Frag mal die Wachen am Labor. Scheiße. Was zum Teufel hat er getan? Jo, was haben wir denn hier? Hier haben wir doch eigentlich Patronen mit, den könnte man eigentlich bezahlen. Naja. Die Gräber von alten Königen wurden alle geführt, dass sie krass. Boah. Lass den Scheiß. Die Sache nimmt etwas, das ein Eroberer übers Krankenhaus mit sich genommen hat. Jetzt bin ich mal kurz ein bisschen ruhig. Damit ihr das hören könnt. Also ich versuche immer mal gerade ein bisschen mein Mikrofon zu testen, weil ich denke, wie ihr merkt, das ist nicht ganz so eine gute Qualität. Es rauscht und irgendwie ist der Bass etwas extrem. Das versuche ich jetzt gerade so ein bisschen zu ändern immer. Und deswegen hören wir uns gleich wieder. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitzki war beim Labor. Als die nächste Schicht kam, stand die Tür offen und das Labor war geplündert. Lesnitzki war weg. Scheiße. Und was war drinnen? Chemische Waffen. Vielleicht irgendeine andere Scheiße. Mehr weiß ich nicht. Gott verdammt. Der Oberst wird mir wegen Lesnitzki noch eine verpassen. So, Freunde, ich denke, ihr habt den Unterschied gehört, da, als ich mich gemutet habe. Ja, schaut euch mal die Physics-Effekte an. Die sind schon ziemlich geil. Thank you.
sorry. Ah, ich muss mich gerade kratzen. Da war mein Headset-Kabel dazwischen. Rein da, meine Freunde. Ja, ich muss einfach mal schauen, ob das jetzt automatisch cuttet, das Video. Weil ich habe das eingestellt. Ich nehme ja, wie gesagt, mit Action auf. Ihr müsstet hier oben irgendwo so ein Action-Zeichen sehen. Da ich immer noch die Demo-Version habe und ich mir die Vollversion bald holen werde, aber bis jetzt hatte ich noch keine Zeit und auch wirklich keine Lust, mich noch mehr damit zu befassen, weil in letzter Zeit habe ich echt ziemlich viel damit verbracht. Als war. Also ich habe ich habe ziemlich viel Zeit damit verbracht, so gut wie möglich die offene Qualität und sowas zu haben. Ja. Dann fasst euch kurz. Ich habe in den Gärten einen überlebenden Schwarzen. Alter, die sind total rassistisch. Ich habe noch einen Schwarzen gefunden. Das ist absoluter Wahnsinn. Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst, geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung. Antion besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Antion, geh mit Karl zum Garten und finde den Schwarzen. Ich schicke einen Scharfschützen mit. Einen besten. Anna? Ja, hier. Ja, bester Scharfschütze. Um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht. Das ist Mord. Halten ihn fest. Sie Idiot. Sie machen den gleichen Fehler noch einmal. Wir sind hier fertig. Eskortieren Sie Karl hinaus. Artyom, das ist deine letzte Chance auf Vergebung. Ja. Und dann auf diese Albträume loszuwerden. Ich weiß, was du meinst. Ich will das Viech doch auch nicht töten. Anscheinend ist er der Kreatur. Ich mag doch auch Schwarz. Ich will doch auch keine Schwarzen töten. Warum soll ich den denn töten? Und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Ab mit dir. Also, woher wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Versuchskaninchen. Wenn es stimmt, was der Schwarze nicht spüren kann, vielleicht könntest du ihn dann aus seinem Versteck locken, damit Anna frei ziehen kann. Könnte ich, aber ich will ja vielleicht echt. Ich will auch, dass der überlebt. Alter, die wollen extra, die wollen Schwarz mit dem Kopfschuss töten. Ich weiß. Ich will nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Alter. Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinge in die Metro lassen? Sie in unsere Gewöhnung lassen, damit sie uns wie Tiere genießen können? Damit sie uns wie Tiere benutzen können. Ach, hier ist das Teil, das da wo nach oben geht. Jetzt habe ich es auch verstanden. Hallo, die Leute von Züge. Züge. Alter, Züge, du. Guckst du gut. Na, lauf schneller, du Nutte. So, bitte alle die Fahrkarten zeigen.